Ein Drive, schön rein. Versuchst du ein bisschen höher zu kriegen. Deinen Schwung länger zu machen. Guck mal, dein Schwung ist so kurz von. Der kommt hier, hier und dann wieder hoch. Das sieht, dein Schwung sieht aus wie ein U. Ja? Aber der müsste eigentlich eher aussehen wie eine Schale, flacher. Der muss flacher werden. Bei dir geht es von hier nach da, nach da. Du musst den Flachpunkt flacher machen, damit der Ball auch eine Chance hat, nach oben zu gehen. Hier, die Handgelenke. Hier, hier, hier. Schon früh rumdrehen die Handgelenke und dann lange die Handgelenke. Nicht gleich drehen die Handgelenke, weil. Ja, stopp. Drehen wir da drum hin. Die Handgelenke von hier. Der Schläger geht hier, macht hier den Kurve, 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 Kurve. Und wenn du den Ball getroffen hast, dann geht es noch weiter, weiter, weiter. Und hier drehst du erst. Du machst so. Also ist ja auch egal, aber du willst den Ball Line Drive ins Netz hauen. Und das schaffst du, wenn du die Arme lang machst und spät drehst. Mach weiter. Noch ein paar Schnellformen. Besser. Good job, Tom. Sauber, Tom.